Hallihallo, Freunde, ich grüße euch. Ich bin's wieder, der Gunner. Ja, was soll ich sagen? Ihr seht, wo ich hier stehe. Docking Services, Docking Port 1. Ja, wir werden heute mal ein bisschen was ausprobieren. Und ich sage wir, weil ich habe einen Special Guest heute mit dabei. Ich freue mich wahnsinnig, dass er heute dabei ist. Und wir werden ihn jetzt gleich abholen. Der kommt hier nämlich an. Der war auf Kreuzreise, irgendwas hat er gesagt, im Sol-System, er wollte mal seine Tante besuchen, ich habe keine Ahnung. Wir gucken auf jeden Fall mal, wo er ist und ja, ich würde sagen, schauen wir mal, was passiert. So, mal gucken, ob wir irgendwas sehen hier. Wir gehen erstmal ans Fenster, ne? Oh, sie ist im Anflug. Da seht ihr schon. Ja. Da sieht man mal wieder, wo die Kohle hängt, Leute. Ne? Da sieht man, wo die Kohle hängt. Der arme Gunner geht immer zu Fuß. Und hier mein Special Guest kommt mit einer A90. Also finde den Fehler. Also wir werden uns das Docking-Manöver hier mal anschauen. Mal sehen, ob wir das von hier aus so ein bisschen sehen können. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Er kommt ganz schön nah ans Fenster. Aber da ist ein fähiger Pilot an Bord, das sehe ich schon. Ist für mich übrigens auch das erste Mal, dass ich das sehe. Ich bin gerade ziemlich gespannt. Cool. Das Docking. Ah, das ist nicht die Tür da hinten, sondern das ist das Ding da vorne. Okay. Gott, ist das aufregend. Okay, es sieht jetzt ein bisschen aus, als wenn er zu hoch wäre, ja. Nee, ist doch das da hinten. Seht ihr wohl. Was rede ich denn da? Oh. Okay, der Pilot ist vielleicht betrunken. Könnte sein. Ich bin mir nicht sicher. Schaut euch das an. Hat er jetzt schon angedockt? Okay, wir gehen jetzt mal, ich würde sagen, er bewegt sich nicht mehr. Dann gehen wir mal gucken. Ja, und das wird ganz schön spannend. Und dann erzähle ich euch dann auch, was wir vorhaben. So, hier ist auf jeden Fall eine Tür offen. Haben wir hier Luft? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Hier überall Werbung an dem Tunnel. Sehr cool. Aber Luft haben wir. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon wieder tot umgefallen. Aber das könnte hier noch ein bisschen farbenfroher werden, finde ich. Ein paar Blümchen, ein paar Blumentöpfe hin. Ja. So. Ah, guckt mal. Da sehen wir auch die... Da sehen wir auch die Registriernummer der 890. Und da kommt er, mein Special Guest. Nee. Hi. Du bist an mir vorbeigerannt. Rötti. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Ich komme ja gerade aus dem Urlaub. Wie geht's dir? Ja, auch gut. Ich war ja auch lange im Urlaub. Ja. Aber jetzt bin ich wieder da. Und ich freue mich, dass du heute hier bist. Ja, ich habe mir gedacht, ich wollte jetzt eigentlich direkt durchfliegen nach Hörsten, aber auf dem Weg zurück, ich bin noch, war noch kurz am Pyro vorbeigeflogen, aber da habe ich nicht angehalten, das war mir dann doch ein bisschen zu gruselig. Aber ja, auf dem Weg dann her habe ich deine Message bekommen. Ich denke, komm, dann fliegst du nochmal eben über den Bikini Point, eben den Gunner besuchen. Ja, und da bin ich jetzt. Ja, ne? Frisch sehr auf, schön. Gut. Ja, sieht gut aus. Du hast noch eine Mütze auf, das finde ich, steht dir. Ja, steht dir gut. Das ist meine Schlafmütze. Ich bin mit Autopilot geflogen. Ich hab's mir gedacht.
Ja, jetzt habe ich die Mütze aufgelassen. Ich Ist doch dämlich. nicht Naja. schlimm. Ist doch nicht schlimm. Aber ich sehe schon, du bist vorbereitet auf das, was demnächst passiert hier. Ich sehe schon in Victus Lounge Week. Bist du ein bisschen gehypt? Ja, total. Also ich freue mich wirklich und ja, ist ja jetzt, was haben wir denn heute, den 14. Es ist noch eine Woche, ne? Ja, genau so ist es. Geil. Ne? Ja. So, aber ich möchte heute mit dir was anderes machen. Erzähl. Ja, also, ich würde ganz gerne etwas versuchen. Und zwar möchte ich mit dir so ein paar Paketmissionen machen. Also Trading mit diesen Paketen abholen und wegbringen. Und ich Ja. möchte gucken, ob wir dadurch unsere Reputation bei bestimmten Trading-Organisationen aufbauen können. Oder ob das bis jetzt nur beim Bounty Hunting funktioniert. Klingt interessant. Ich bin auf jeden Fall dabei. Gut, dann würde ich sagen, lass uns gehen. Ich Parkt das parke Schiff meine hier jemand Date-Night hier an? weg, ne? Ja, genau. So. Genau, komm, dann laufen wir rüber. Ja, Sag mal, schön. hattest du immer schon graue Haare, fällt mir gerade auf? Oder hast du dich besonders über was geärgert heute? Also erstmal habe ich schon immer graue Haare gehabt, aber ich habe jetzt die Spitze ein bisschen nachgefärbt, weil da dieses Weiß drunter rauskam. Ja, es gibt Sachen, die ärgern mich wahnsinnig, aber die Haarfarbe hat da noch nicht drunter gelitten. Okay. Kannst froh sein, dass du meinen Bauch nicht siehst. Der ist nämlich auch größer geworden in der Zeit. Aber das ist doch hier dieser Dingsanzug. Wie heißt er noch? La, irgendwas L. Lamont? Lamont, genau. Lamont. Die machen doch auch diese Schlankheitspillen, meine ich, ne? Und dann kann Lamont man. machen Schlankheitspillen. Ja, und das ist der passende Anzug dann dazu. Ah So ja. ein Bauchweganzug, Entschuldigung, das Ja, wollte nee, ich ist sagen. in Ordnung. Lass mal gucken. Oh, guck dir das an. Wie geil das bitte aussieht. Oh ja, so von außen sehe ich die auch selten, muss ich sagen. Also es ist halt einfach, als wenn das Schiff hier hingehört, oder? Ja. Mit dieser Docking-Mechanik wird so viel gemacht, das ist unglaublich. Freue ich mich wahnsinnig drauf. Und wenn dann irgendwann hier noch mehr Schiffe andocken können, egal ob es Kriegsschiffe sind oder Handelsschiffe oder Luxusliner, das wird mega cool. Ich bin da so gespannt drauf. Ja, Ja. und kurze Meldung an CAG. Ich hätte dann jetzt ganz gerne meine HAL. Ja, es funktioniert. Ihr könnt die jetzt reinbringen, bitte. So, gehen wir weiter. Immer weiter. Hat Chris bestimmt gehört. Ja, Jetzt. ich glaube auch, ich habe ja mit Chris, wir sind ja dicke. Ne? Wir sind ja dicke, der Ja. Chris und ich. Und er war in letzter Zeit ein bisschen komisch drauf, muss ich sagen. Aber das ist er natürlich auch immer zwischen Patches und so weiter. Er hat ja viel um die Ohren. Ist ja so. Ne? Selbstverständlich. So, ich würde sagen, wir nehmen ein kleines Schiff. Wir können ja auch hier gleich mal gucken, ob wir hier die erste Paketmission vielleicht sogar starten können. Ja, guck doch mal. Wir nehmen ein kleines Handelsschiff, würde ich sagen, so oldschool-mäßig. Ja. Und dann gucken wir mal, was wir hier so machen können. Und interessant wäre ja auch, steigt, wenn unsere Reputation steigt, bei uns beiden oder nur bei dem, der den Auftrag angenommen hat? Ich würde jetzt mal tippen, nur der den Auftrag angenommen hat. Es sei denn, du sharest den. Ich weiß gar nicht, kann man Paketmissionen auch sharen? Ja, kann man. Dann So, also ich könnte. gucke mal meine Schiffe kurz durch. Als Multicrew-Schiff könnte ich jetzt wirklich das Einzige, was ich hätte, und ich traue es mich nicht zu sagen, ist die Cutlass Black. Habe nichts Aber das gehört. ist ja. Was hast du denn für welche? Ich hätte, also pass auf, ich hätte ein Handelsschiff. Hammerhead ist das sicherlich nicht. Eine Arrow ist zu klein. Mhm. Eine Carrack, eine Miss, eine Freelancer Miss könnte ich dir Ja, komm, anbieten. dann nehmen wir die Missy. Ne? Okay. Da kann uns auch nichts passieren, wenn wir angegriffen werden, würde ich sagen. Dann nehmen wir Würde ich auch die. sagen. Ich würde jetzt erstmal kurz in den Contracts Manager gehen und wir gucken mal, was wir hier so unter Kovalex. Kovalex Local Deliveries. Was haben wir denn hier? Hier sollen wir was auf Lyria abholen, auf Vala, auch auf Vala. Abholen von. Kommst du eben rein, Pad 1? Ja. Bin hinter dir. Warte, ich mach wieder auf.
Okay. So. Okay. Dann machen wir das gleich im Schiff. Aber wir werden wahrscheinlich hier im System bleiben, um Hurston rum. Nee, um Aria rum. Um Arkorb rum. Wie heißt der Planet eigentlich? Arkorb, ne? Ob, ja, ja. Ich bin gerade total verwirrt. Apropos, ne? Ja. Entschuldigung, deine Haare sind gar nicht grau. Das sah nur gerade in dem Licht so komisch aus. Nee. Also, oder? Nee. Grau. Du hast die. Aber so, so ein bisschen. Aber ne? Viel wichtiger ist, meinen Helm aufsetzen. So ist das. Ja, du ich bist, auch, ne? Ja, du solltest dir erstmal ne, auch was anziehen, womit du fliegen kannst. Ich zieh mich mal eben hier im Vakuum um. Ich zieh mich mal im Vakuum. Im Vakuum? Ach, du bist so ein Pöd. Checkst du, ne? Unfassbar gut. So, Vakuum. Ich gucke so. In der Zeit mal nach einer Mission. So, also. Wir haben hier Kovalex-Aufträge und wir sollen hier 3 Pakete auf Mining. Wir fangen direkt mit der ersten an. Was soll denn das auch? Ne? So, die und dann share ich die. Achtung, es geht los. Ist angekommen? Warte. Ja. Ja, habe ich. Okay. Jawohl. Sehr gut. Dann komme ich jetzt zu dir. Ach, schaut sie euch an. Die klassische Variante in grün. Kein Schnickschnack dran. Aber auch ein bisschen Ladegrid. 36 SCU hat das gute Stück. Und sie ist, gehört immer noch zu meinen Lieblingsschiffen. Allerdings muss ich sagen, die Herkules ist da er läuft ihr ein bisschen den Rang ab. Obwohl es ja unterschiedliche Einsatzgebiete sind, natürlich. Gut, dann mache ich hinten die Klappe auf, wenn der Rötti nach vorne zum Pilotensitz rennt. Licht gibt es in den Schiffen erst, wenn die Energie an ist. Lichtschalter haben wir hier noch nicht, wie in den neuen Schiffen, sage ich mal. Oh, zu fliegen oder soll ich fliegen? Nee, du fliegst. Flieg du mal. Okay. Ich werde erstmal hier eine Inspektion machen, wie es aussieht. Okay, beladen, also geladen. Deine Waffensysteme sind geladen, ja. Sauber ist er auch einigermaßen. Ich werde mal nicht sagen. Jetzt habe ich natürlich meine Lieblingsputzfrau noch auf der 890 gelassen. Ne? Die hätte den einen hätten wir nicht mitnehmen sollen. Na, siehst du, das ist immer das. Na, egal. Soll die sich mal ausruhen ein bisschen. Ja, ist ja so. Na, und du weißt ja, wenn die Katze das Haus verlässt, tanzen die Mäuse auf den Tischen. Ja, ich will es gar nicht wissen. Gut. So, siehst du, wo wir hin müssen? Ja, ja, ne? Sehe ich. Gut, dann flieg uns mal nach Lyria, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Lyria, wir kommen. Meinst du, ich kann mich in den Beifahrer, in den Co-Pilotensitz setzen? Das wird, glaube ich, ja, klappen. Und so? Ja, wir können das ja mal, das soll ja irgendwas gefixt worden sein. Du, wir gucken. Ja, ob das also ich klappt. Sitze jetzt erstmal, gehe mal ein bisschen in die Außenansicht, schaut sie euch an. Ja. Ja. Es ist, ein wunderschönes Schiff. Ich mag sie. Ich mag sie. Ich mag sie auch. Aber immer noch keine Raketen zu sehen irgendwie. Wobei ich jetzt in einem der letzten gesehen habe, wenn man einmal welche abgeschossen hat, dann soll man danach dann alle anderen sehen. Okay. Aber das müssen wir jetzt ja nicht testen. Wir wollen ja Pakete. Genau so ist es. So, da wären wir schon auf Lyria. Sehr gut. Das geht ganz schnell immer. Bei mir. Ich glaube, wir müssen die Pakete alle auf Lyria abholen. Ich gehe noch mal kurz gucken. Ja. Contracts Manager. Ja.
Genau, wir holen die hier alle ab und zwar auch alle bei der Saal 5, wo wir jetzt hinfliegen, holen wir drei Pakete ab und bringen die dann zu Mining Area 56 auf Vala. Okay, jetzt gucke ich gerade mal eben, das ist genau, das ist jetzt Kovalex, ne? Und wenn ich jetzt in diesem Delphi-Tool gucke, ja, dann sehe ich, also bei mir, das ist noch vollständig leer. Bei mir auch. Das, genau. Und das müsste ja dann gleich, irgendetwas müsste sich dann da ja auftun, egal was jetzt, genau, wenn wir das erledigt haben, ne? Genau, das, so stelle ich mir das auch vor. Allerdings weiß ich nicht, ob das vielleicht was mit den Missionsgebern auch zu tun hat. Oder ob das bei jedem Auftrag so ist. Also wir werden schon sehen. Ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. Schauen wir mal. Also wenn ich sehe jetzt gerade, ich finde gar keinen Satzanfang. Ich fliege jetzt gerade zu der Abholstation und mir fällt gerade auf, also ich habe bestimmt ein halbes Jahr überhaupt keine Paketmission mehr gemacht. Und ich bin viel zu schnell. So. Ja, ich habe lange keine Pakete mehr. Ich auch nicht. Bewegt. Ich auch nicht. Ich möchte auch bitte, dass du auf einem Landingpad landest. Wir machen das ganz hochoffiziell heute. Ja. Selbstverständlich. Mach ich immer. Ach, ist das so? Ich glaube, welche, du bist so einer von den Danebenlandern. Nee. Daneben. Oder? Landen. Doch, du hast recht. In der 3.9, als man so schön traden konnte, da bin ich immer neben den Pets gelandet. Stimmt. Ah, gucke mal. Hier könnte man sogar auch Fahrzeuge spawnen. Ne? Wir nehmen das große Pet, ne? Ja, wenn du meinst, passt auf das kleine nicht. Nö, das meine ich nicht, aber das große ist dichter dran. Ja, mach mal. Wir gehen nochmal in die Außenansicht. Schauen uns an, wie der Rötti. Macht jetzt das auch alles ganz smooth. Ja. Ein bisschen zu smooth, ne? Das Docking an diese Docking-Arme, sag mal. Ja. Ist das ähnlich wie das Docking von den. Also ist diese Vorgehensweise ähnlich wie bei dem Andocken an die Constellation oder ist das System ein ganz anderes? Nein, das ist im Prinzip dasselbe. Es gibt dann auch so eine Autoland Funktion, ne? Ja. Die habe ich ganz zum Schluss aktiviert, mhm, als das Schiff auch so ein bisschen gezuppelt hat dann, so hektisch. Das war dann der Autoland Dings. Aber das davor, das habe ich manuell gemacht. Aber sich da manuell ranzupopeln, das ist dann auch wieder mit diesem Viereck, wo du dann so ein Viereck und so Punkte übereinander bringen musst. Ne? Die werden dann grün und so. Das kann man machen. Das ist aber echt also an diesem Dockingport andocken, das ist echt friemelig. Ne? Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das muss man, glaube ich, auch nicht. Bist du gelandet? Ja, ne? Ja, wir können raus. Okay. Das muss man auch nicht. Man kann, glaube ich, ruhig das nutzen, was man hat. Also auf einem Landingpad mit Hand landen, wenn genug Platz da ist und so weiter, alles schön. Aber sonst, finde ich, kann man ruhig so eine, gerade wenn es nachher um so große Schiffe geht, kann man, glaube ich, ruhig auch das nutzen, was dir angeboten wird. Ja. Finde ich, also das ist meine Art, ne? Ich glaube, selbst beim Andocken an die, wie heißt die Raumstation, die wir jetzt auf der Erde hier haben, wird das ja auch per Computer gemacht, oder nicht? ISS, die ISS. Ja, genau. Genau. Ne? Ich glaube, die fliegen... Auch keiner per Hand an. Ja, du fliegst per Hand eben ran bis auf eine bestimmte Entfernung, ne? Und den Rest lässt du dann machen. Ne? Genau. So. Und ich denke, das kann man auch hier hin ins Verse übertragen. Kann ich ganz kurz eben. Ich sehe gerade, ein zweites Paket ist in einem anderen Gebäude. Das würde ich holen. Ja, dann geh du dahin und ich nehme das hier. Wahrscheinlich genau. Sind hier zwei, so wie es aussieht. Ja. So. Bei mir stand gerade Member Left. Es könnte sein, ich sag's nicht laut, aber... Nee, ja. So, alles klar. Wir haben hier zwei Pakete.
Okay, also hier sind zwei Pakete auf jeden Fall in dem Ding. Okay, sehr gut. Gut, hätten wir die jetzt auch zusammen machen können, aber egal. Ich hole jetzt erstmal das hier. So, was haben wir denn hier? Kristalline Materialien. Na gut. Also mein Paket muss übrigens nach Lovebridge Delivery. Nee, doch. Mhm. Drop-off Package at R-Corp Mining Area 56. Hä? Das ist jetzt gerade schon mal hin und her gesprungen. Okay. Die Invictus Launch Week letztes Jahr, ne? Ja. War übrigens die Veranstaltung, wo ich überhaupt zu Star Citizen gekommen bin. Ehrlich? Ja. Bei mir war es ja die Intergalactic Aerospace 2949. Ah, also 2019, ne? Ja, genau. Mhm. Bist du ein halbes Jahr länger dabei? Ja. Ungefähr, ne? Ja. Genau. Ja, cool. So. Dann stellen wir das hier ordentlich ab. Das ist auch geil, ne? So zu zweit. Upsi. Ist man auch ein bisschen schneller, ne? Vorsicht hier hinter dir. Ja, warte mal kurz. Der hat das jetzt gerade einfach fallen lassen, obwohl ich gesagt habe. Place. Da wollen sie es hin. So. Okay. So. Das Paket ist da. So, dann hole ich schnell noch das andere Paket. Ja, mach mal. Und dann guck ich mal, ob ich meine Badekappe abnehme. Ich glaube, Vala und Mining Area 56. Mhm, ich guck schon mal. Genau. Ja, hier liegt Schnee. Also würde ich jetzt zumindest so interpretieren. Minus 7 Grad haben wir. Die Temperaturen, haben sie etwas angepasst, wenn ich das so richtig sehe, ne? Ja, oder? Es war schon mal kälter, meine ich. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann mich an minus 70, 80 Grad erinnern und solche Nummern. Oder plus 280 Grad und was es da so alles gab. Ja, genau. So. Hab das Paket und bin auf dem Weg zu dir. Sehr schön. So. Invictus Lounge Week, lieber Rötti. Was glaubst du? Werden wir noch was ganz Neues zu sehen bekommen? Als das, was wir jetzt so schon wissen? Hast du was da kommt an Fahrzeugen? Ja, oder an so eine Vermutung, ob noch irgendwas passiert, was Aufregendes? Deine Hall. Ist ja, wäre jetzt bei der Invictus Lounge Week eigentlich nicht richtig, muss man sagen. Mhm. Weil sie da ja eigentlich nicht hingehört. Es sei denn, sie bringen die M-Version vielleicht raus. Das wäre schon ziemlich cool. Ja. Aber bis jetzt glaube ich da eher nicht dran. Aber vielleicht ein ganz neues Konzept wäre ja cool. Ich glaube, oder könntest mir vorstellen, dass da vielleicht noch was passiert. Aber genau wissen tue ich das natürlich nicht. Also so Schiffe und fahrzeugmäßig bist du ja sowieso unglaublich informiert. Ja, aber war ich, musste dazu sagen. Also ich bin ja wirklich, das ist ja, für mich ist das so ein bisschen wie ein Neuanfang jetzt gewesen, muss ich wirklich sagen. Mhm. Ich muss mich da auch erstmal wieder reinfuchsen, wo wir denn überhaupt stehen und also ich habe ja so ein paar tolle Sachen mit der Banu Merchantman steht jetzt mit auf dem... So, ich bin übrigens da und wir können los. Okay, ja. Ach, du bist schon in der Luft, ne? Nee, doch nicht. Nee, noch nicht. Jetzt gleich aber. So. Oh, guck mal, da können wir sogar mit der Hand hinfliegen. Sind der eine hier, ne? Der ist, glaube ich, ziemlich dicht, ne? Also das eine zumindest ist hier 188 Kilometer entfernt, sagt er mir. Ah ja, stimmt, hast recht. Warte mal, dann nehmen wir das, glaube ich, erst, oder? Fliegen wir doch einfach mal so ein bisschen über die Pläne. Gucken wir mal.
Ja, 188 Kilometer jetzt über die Pläne ist dafür ist noch viel. Zu weit, glaube ich. Wir haben noch keine Atmosphäre, du kannst Vollgas hier geben. Okay. Wenn du das sagst. Du musst nur fliegen können. Kann ich. Das liegt im Auge des Betrachters. Du hast mich lange nicht fliegen sehen. Da hast du recht. Da habe ich auch viel gehört, ja, dass ihr jetzt alle Profiflieger seid und ich krieg's immer noch nicht gebacken, ein Schiff vernünftig auf die Füße zu stellen. Also, ich bin da sehr gespannt drauf. Also ich meine, du warst auch immer der recht spät bremst, meine ich, ne? Mhm. Schön, dass du das noch weißt. Ja, der bin ich. Ich weiß nicht mehr viel, aber das weiß ich noch. Ich bin auch der mal unangespitzt in den Boden gerammt ist. Ja, ich wollte ja versuchen, mal einen Mond zu teilen, sozusagen. Ne? Hat aber auch nicht geklappt. Zu spalten. Genau. Der Mondspalter. 150 Kilometer. Ja, doch, du hast recht. Das ist relativ. Ist man doch relativ schnell da. Ohne ja, weil Atmosphäre. Du halt, wenn du keine Atmosphäre hast, kannst du halt Vollgas fliegen, ne? Mhm. Aber man kann auch ganz schnell 2 Wochen am Ziel vorbeifliegen. Um es mal mit den bekannten Worten von Captain Lone Star aus dem Film Spaceball zu sagen. Hat er das gesagt? Entweder er oder sein Möter. Ein halb Mensch, halb Köter. Oh, kennst Mann. Du den Film nicht, Spaceballs? Nee. Also, den musst du dir angucken. Vom Namen her, aber ich glaube, geguckt habe ich den gar nicht. Das ist eine Star Wars-Parodie. Ja? Ah, okay. Ja. Und die ist wirklich umwerfend. Ist wirklich umwerfend. Werbung für den Film. Oh, guck mal, die Wolkendecke haben wir durchbrochen. Jetzt gehen wir wieder unter die Wolkendecke. Wie geil ist das denn bitte? Ja. Rötti zieht auch schön Kondensstreifen hinter sich her, was ich auch sehr geil finde jetzt. Und man sieht sie auch noch weit hinter dem Schiff. Sehr geil. Meine Streifen? Okay. Ah ja, stimmt. Nee, ich möchte unter der Wolkendecke bleiben. Unter der Wolkendecke. So, die Freelancer hat ja in etwa einen Bremsweg von 20 Kilometern aus Vollgas, also auf, ne? Ja. Top Speed auf 0, das heißt, ich sag mal so bei 25 spätestens werde ich dann mal den Anker werfen. Ist das aufregend. Ja, und dann wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht reputationstechnisch da irgendwas erreichen können. Ich bin wirklich sehr gespannt, weil das würde natürlich für die Händler unter uns im Verse auch schon einen zusätzlichen Anreiz geben. Ja? Ich könnte mir zum Beispiel ja, bessere Preise vorstellen oder eine erhöhte Abgabemenge für bestimmte Sachen. Ja? Und ich glaube, grundsätzlich müssen wir uns davon verabschieden, zu hoffen, dass wir immer das beste Material oder das, was am meisten Gewinn abwirft, zu transportieren. Ja, wir müssen auch anfangen, die Materialien zu transportieren, die eben nicht ganz so viel wert sind. Es wäre auf jeden Fall interessant. Wie du schon sagtest, wäre ein Anreiz, ne, für das Pakettrading auch, wenn man da dann tatsächlich Vorteile bekäme. Ne? Auf jeden Fall. Wo sind wir? 16 Kilometer noch. Ich habe schon Geschwindigkeit reduziert. Super cool. Habe ich auch noch nie gemacht hier, so auf dem Planeten oder auf dem Mond, so eine lange Distanz zu einem Ziel zu fliegen. Ich bin eigentlich immer gesprungen sonst. War eine gute Idee von dir, so zu fliegen. Ja, ich versuche das jetzt auch öfter zu machen. Gerade auch in der, in der Nähe des Bodens, sage ich mal. Also nicht so über der Wolkenebene, sondern wirklich, dass man unter der Wolkengrenze bleibt. Einfach auch, um dieses tolle Landschaft zu genießen. Mittlerweile ist es so
unglaublich. Jeder Planet hat ein anderes Gesicht und es sieht so toll aus. Diese Krater, die hier überall sind, ja, die zeugen von Einschlägen, von Meteoriten oder was. Keine Ahnung. Es ist so, wow, ja. Hier diese gefrorenen kleinen, ich weiß nicht, oder Schneeansammlungen oder was auch immer das ist, zugefrorenes Gewässer oder. Ich finde das einfach mega. Ja, sieht wirklich echt geil aus. Unter uns haben wir jetzt zum Beispiel hier gerade, fliegt der Rötti gerade drüber weg. Schaut euch das mal an. Da qualmen sogar die, oder dampfen. Wie heißt denn das? Geysir? Geysire, oder? Ja, genau. Dampfen aus oder. So, und da kommen wir in Richtung Mining Area. Wo sind wir denn jetzt? Das müsste Lovridge sein, glaube ich. Es steht nichts bei mir jetzt hier zumindest. Das ist, glaube ich, Lovridge. Da kannst du auch im Krater landen, da ist Platz. Genau. Das ist Lovridge, genau. Schaut euch das an. Eine Station einfach mal in den Krater gebaut. Geil, ne? Total geil. Und wenn ich mir vorstelle, wir können später unsere Basen bauen und können wirklich so in so einen Krater uns reinbauen. Wie geil. Das ist immer noch was mich total fasziniert. Diese Möglichkeiten, die dir an die Hand gegeben werden. Das ist das, was Star Citizen für mich ausmacht. Nichts kann oder nichts muss, alles kann. Achtung, jetzt hast du unter dir die Pumpen. Ja, sehe ich. Oh, doch ganz schön groß jetzt hier, oder? Vorbei. Pass auf, der Laternenmast. Dem kommst du ganz schön nah. Jetzt kannst du aber auch runter. Ja, schön smooth, ne? Ja, das sieht gut aus. 3, Scale, sagt man ja. 1, Touchdown. So. So. Dann mal raus aus der Hütte. Wir brauchen das Paket 404, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Machst du eben, ne? Oder? Soll ich? Ja, das mache ich. 804 haben wir, genau. Das werden wir mal nehmen und dann geben wir das ab. Würdest du mir hinten mal die Tür aufmachen? Selbstverständlich. Dankeschön. So. Ja. Oh, das sieht hier glatt aus. Das sieht aus, als wäre das von Eis hier. Hinfällt. Wie geil ist das denn bitte? Oh, ist ein bisschen rutschig auch. Ist ein bisschen rutschig. Ja, und wir sind in Lovridge Mineral Reserve. Sehr schön. So. Ich habe keinen Medipack übrigens hier in der Mist. Ne? Also wenn du dir jetzt die Haxen brichst, nein, dann müssten wir erst ins Krankenhaus. Ja. So, drop off. So, ja. Eingestellt. Alles klar, erstes Paket ist ausgeliefert. Sehr gut. Guck mal, das nächste Paket ist auch nicht so weit weg, ne? Ich guck gerade. Ich glaube, das sind 300 Kilometer irgendwie. Auch hier auf auch hier, ja. Genau. Ja, geil. Bring rein. Dankeschön. Ja. Gut, dann. So, muss ich mal gerade gucken. Nee. Hier ist nichts mehr auf dem Planeten, oder? Vertue ich mich da jetzt? Warte, komm mal nach vorne. Weil ich hatte irgendwas gesehen mit 300 irgendwas. Da. Ach doch, du hast recht, ja. 392 Kilometer. Ja, das ist ein bisschen weit. Da kannst du jetzt entscheiden, wie du das machen möchtest. Ja, da würde ich jetzt mal springen. Oh oh. Doch. Ich dachte, Quantum geht nicht. Dabei habe ich noch gar nicht gesessen, aber vielleicht, weil ich mich gerade hinsetzen wollte. Kann sein. Natürlich sein. Kann sein. Man weiß es nicht.
geht's raus in die Atmosphäre. Geil, auch so die Sonne, ne? Mit dem weißen Planet dahinter. Diese gleißende Sonne. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das haben die echt richtig gut hingekriegt. Finde ich auch. Und wir sind noch lange nicht fertig. Also, ich warte ja sehnsüchtig darauf, wenn wir endlich mal über das bekannte System hinauskommen. Ja. Da freue ich mich so dermaßen drauf. Egal welches, ja, ob es Pyro ist oder Nyx oder was da alles so noch kommt. Ich freue mich da unglaublich drauf. Ja. So, Humboldt, Mainz, da können wir hinspringen. Ja, dann Schakalaka, wollte ich gerade sagen. Übrigens, was mir gerade auffällt, im letzten oder vorletzten Patch schon, jetzt hier im PTU, da haben sie die Ansicht im Mobiglas für den Chat und so weiter ja gefixt, dass der bei Ultra-Widescreens ja, sichtbar ist und nicht so unten links rauspoppt. Ne? Okay. Das haben sie auch gefixt, allerdings ist das in der Schiffsansicht jetzt, wo ich im Cockpit sitze, ist das immer noch fehlerhaft, die Darstellung. Ah, okay. Ja, so am Rande. Das ist natürlich, das sind natürlich auch technische Sachen, die also meines Erachtens zumindest nicht so die Priorität haben sollten. Oder? Nee. Also es ist nervig für jeden, der es nutzen möchte, ja, aber eigentlich sollte der Fokus auch woanders, sollte auf was anderem liegen, ne? Klar. So, guck mal, da sind wir ja schon. Ja, ich gehe mal wieder in die Außenansicht und schaue mir an, wie wir hier langsam... Hast du Licht angemacht? Noch nicht. Okay. Das mache ich immer ganz spät. Ah, jetzt wird es auch dunkel. Das heißt, die Sonne ist hier gerade untergegangen. Ja. Da sehen wir sie noch so ein bisschen. Boah. Ist das eine geile Optik. Jetzt hast du Licht angemacht. Genau. Und das Lustige ist immer, es wird alles hell, außer das, was du sehen willst. Ist immer so. So, hier wird es mit dem Landen jetzt auch schon ein bisschen schwieriger, so wie es aussieht. Humboldt, Mainz. Aber doch, da, guck mal, rechts neben dem... Mit einem guten Piloten ist das kein Problem. Ja, ist ja so. Ist ja so. Kommt der gute Pilot noch, oder wie sieht's aus? Entschuldigung, denn man muss da doch mal fragen. Guck mal, hier schräg. Ja. Ne? Das stimmt. Und zwar ziemlich schräg. Aber ich befürchte, das ist die einzige Möglichkeit. Ja, kriegen wir hin. Vielleicht steig ich aus und du hebst vielleicht einfach wieder ab, wa? Ich guck mal gerade, wo ist denn die Treppe? Wo ist denn die Treppe? So. Welches Paket muss denn hier hin überhaupt? Das kann ich jetzt gerade nicht gucken, aber ich guck gerade. Ach, da ist die Treppe, alles klar. 886, alles klar. Ich versuche mal hier so zwischen. 886 bist du. Okay. So. Wenn du die Klappe hinten aufmachst, ich kann ja auch so ein Stückchen springen. Ja, ich versuche mal zu landen, das müsste aber eigentlich klappen. Okay. Ich glaube, du bist gelandet. Ja. Klappe ist offen. Oh. Ja, steht ein bisschen hoch. Vielleicht müssen wir mal gucken, ob du reinkommst, ja, gleich. Also rausgekommen bin ich auf jeden Fall. Jetzt sehen wir mal zu, dass wir das Paket wegbringen. So. Oh, hier ist übrigens ziemlich kalt mit minus 20 Grad. Ja. Und wir sind auf demselben Planeten.
Hier ist aber auch die Sonne weg. Genau, es wird dunkel, also wird es auch kälter. Wie cool ist das denn? Geil, ne? Ist so realistisch. Ja, ich wirklich, ich bin auch immer wieder begeistert. Was so diese ganzen Kleinigkeiten, so diese Details, ne? Ich verfolge ja auch, es gibt ja noch irgend so ein anderes Weltraumspiel, ich weiß jetzt gar nicht gerade, wie es heißt, aber da muss ich sagen, da kommt ja auch hin und wieder was Neues, jetzt aktuell auch. Aber was mir da dann wirklich fehlt, sind wirklich so diese Detailverliebtheit. Das ist für mich wirklich auch ein Highlight bei Star Citizen, echt. Geht mir ganz genauso. So, ich bin wieder im Anmarsch. Jawohl. Ja, wenig Schwerkraft, ist alles gut. Kannst du machen? Wunderbar. So, da haben wir noch eins, ne? Ja, ein Paket noch und das müssen wir, glaube ich, auf einen anderen Planeten bringen, wenn ich das richtig... Ja, das könnte sein. Ich setze mich wieder zu dir. Na, jetzt will er sich nicht hinsetzen. Doch jetzt. So. So, dann gucken wir mal. Wie schnieke der Rötti da aussieht. Wie er die Steuer-Joysticks in der Hand hält. Er ist ein richtiger Mann, Freunde, ein richtiger Mann. Joysticks halt festhalten, krieg hin. So, wir müssen jetzt 345.000 Kilometer weit weg. Ja. Das ist, wir gucken mal, wo wir jetzt noch hin müssen. So, grad, ob ich das so finde. So, hier mal raus. Und wir müssen nach Vala. Ah ja. Ne? Vala ist das Ziel. Arkop Mining Area 56. 56, genau so ist es. Mal los. Jawohl, Sir. Ist auch schön, wie er sich hier vorne immer an dem Armaturenbrett festhält, als wenn er sagen wollte, ach herrje, der Rötti fliegt, oh mein Gott, ich muss mich irgendwo festhalten. Genau. Angstgriffe im Auto, diese Griffe, die so über der Tür sind, weißt du? Genau. Das sind ja die Angstgriffe. Ja, richtig. So, jetzt das letzte Paket nach Vala, zur Arkop Mining Area 56. Und dann haben wir die erste Mission geschafft. Und dann schauen wir in den Contracts Manager, ob da was passiert ist. Jo, da bin ich wirklich gespannt. Ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das machen wir auch erst, wenn wir wirklich die Mission, wenn wir bezahlt worden sind. Ne? Das heben wir uns schön auf, ne? Bis zum Schluss. Du, ich würde sagen, wenn wir gleich erfolgreich waren, heute ist ja Vatertag, wie du weißt, ne? Ja. Dann gehen wir schön auf meine 890 und trinken uns noch einen. Ja, können wir gerne machen, ne? Aber das machen wir dann ohne Zuschauer, oder? Ja. Soll doch keiner sehen, wie du wieder halbnackt auf dem Tisch tanzt. Da kenne ich aber noch einen. Ich mach das nicht. Ah, du meinst Zitko. Ja, alle außer du. Alle außer... Genau, jetzt hast du es verstanden. Jetzt hast du es verstanden, sehr gut. Ja. Es ist mir auf jeden Fall eine Freude, dass du heute hier bei mir im Video dabei bist. Das macht mir sehr viel Spaß und ich danke dir dafür. Mir auch viel Spaß. Danke für die Einladung. Das nächste Mal putzt aber bitte vorher, ja? Habe ich... Ist es sauber? Nein. Also, oder wir haben unterschiedliche Ansichten von sauber. Das könnte natürlich auch möglich sein. Also ich finde, das ist sauber hier.
So, 8000 Meter, wir nähern uns. Wir haben hier gerade Sonnenaufgang. Ja, genau. Würde ich sagen, sehr cool. Da unten kommen wir der Sache ein bisschen näher. Hast du mal versucht, hier dir eine Landeerlaubnis zu holen? Nein, soll ich das mal? Mach das doch mal. Sobald du nämlich Landingpads hast, kannst du auch dir eine Landeerlaubnis holen. Okay. Oder zumindest war es so. Ich mach mal. Gucken. Ich mach's mal gerade. Ja, stimmt. Zumindest konnte ich das auswählen, das Pad, aber ich kriege keine Audio-Bestätigung. Na, vielleicht kommt das gleich noch. Da ist auf jeden Fall ein Pad, das sehe ich. Jo. Kann natürlich auch sein, dass das vielleicht dann nur für die Fahrzeughangars ist oder sowas, ne? Für Schiffe, könnte die auch hier sein. Halt auch spawnen kannst. Naja, das kann sein. Dass du sie halt nicht einfach draußen stehen lässt, sondern dass du die Fahrzeuge quasi dann auch einstorst wieder. Wie du das mit den Schiffen ja auch machst. So. Aber hier gibt es gar keinen Fahrzeughangar, wenn ich das richtig sehe. Nee. So. Der Rötti ist am Landen. Ich weiß nicht genau, was er tut, aber... Ich drehe mich mit dem Hinterteil zur Treppe, damit du es nicht so weit hast. Unfassbar. Wie er an mich denkt. Wie er an mich denkt. Nur. Ja. So, ich stehe schon mal auf. Ja. So. Feedback aus. Sag Bescheid, wenn du hinten in der Luke bist, ne, dass wir die... Jawohl. Nicht so lange offen stehen lassen, wird ja sonst kalt. Ja so. Ist ja so. So, ich bin jetzt am Paket. Du könntest jetzt aufmachen. Oh, das ist ein schweres Paket. Alter Schwede. Soll ich mithelfen? Nö, brauchst du nicht. Geht schon. lässt du mich jetzt mal raus aus dem Schiff? So, jetzt. Nein. Alter, ich werde immer wieder zurückgesetzt. Jetzt habe ich auch noch einen Schaden gekriegt. Muss mich erstmal heilen. Okay. Das wäre jetzt der, ich sag's nicht, ne? Aber das wäre jetzt der Klassiker. Ja, das Problem ist aber, wo ist das Paket jetzt hin? Ja, hier. Wo? Es liegt vor der Tür. Ah, vor stimmt. Der Tür. So, das erstmal weg. Er hat's nicht gemacht. Er hat mich nicht geheilt. Und jetzt habe ich keinen mehr. Das ist ja toll. Ich kann dir, warte, ich komme zu dir. Ich kann dir meinen. Ich glaube, ich das Paket hier mal ein bisschen aus dem Weg nehmen. So. Jetzt können wir ja, guck mal, jetzt testen wir das. Ich gebe dir jetzt meinen... Warte mal, kann ich das Paket eigentlich auch schmeißen? Ich würde jetzt mit dem Paket keine Experimente machen, weil es ist das letzte Paket. Ja, du hast ja recht. So, dann stellen wir... Soll ich dir eben, wolltest du, geht es bei dir oder soll ich nehmen? Ich habe 71% jetzt. Ja. Ich versuche mal... Du bist doch ganz gesund? Ja, ich kann dir meinen Pen geben. Siehst du den in meiner Hand? Den kannst du eigentlich nehmen jetzt. Warte mal. Nee, ich kann ihn nicht nehmen. Warte, ich kann den... Sekunde. Kannst du ihn mir vielleicht geben? Also. Jetzt ist er runtergefallen. Da liegt er. Da liegt er. Hassen? Nee. Ich. Kannst du nicht nehmen? Warte mal, vielleicht ist es auch der leere, der jetzt hier liegt und ich habe den vollen schon in der Hand. Das kann. Nee, das ist meiner, der hier liegt. Okay, dann muss ich den. Kann ich den irgendwie wegschmeißen? Warte mal, da ist. Achso, du hast den noch in der Hand, okay. Den kannst du, glaube ich, droppen. Aber, wie? Da. Drop. Jetzt versuchen wir.
Was ist denn passiert? Alter. Du weißt was? Ich nehme mal das Paket und bring's weg. Ja, bring du mal. Bist du, wenn ich mit dem Turret wieder unten bist? Ich guck mir das hier aus dem Turret an. Mach mal. Kann ich eigentlich auf dich schießen? Könntest du wahrscheinlich. Aber das will ich ja gar nicht. Ne? Will richtig, ich ja gar das nicht? Willst du nicht. So. Liegt der jetzt hier noch? Oder hast du den wieder aufgehoben? Ich habe den wieder mitgenommen. Das ist ja so. Wer weiß, was mir hier passiert. So. So. Der Rötti gibt jetzt auf jeden Fall das letzte Paket ab. Ich bleib hier einfach im Schiff stehen. Ja, so, drop off. Okay. Oh, spannend. Geht die Tür auf? Ja, sie geht auf. So, jetzt halt dein Mobiglas im Auge. Ich hab's nämlich reingesteckt. Achso, warte, ich starte jetzt das Mobiglas. Geh mal auf Delphi. Complete. Deliver Package, Object. Wir bekommen oh. 8000 Alpha UECs. Jeder, ne? Scheinbar. Nee, ah, nee. 4000. So. Contract Array, das war's. Aber. Wir haben keine Reputation. Im Delphi ist nichts passiert bei mir. Das ist ja. Nochmal neu aufmachen. Jetzt bin ich ja zutiefst. Ja, das finde ich auch ein bisschen. Enttäuscht. Kovalex. Wir geben mal Kovalex ein. Ich glaube, ich muss jetzt weinen. Ja, das ist scheint wirklich auf die Questgeber beschränkt zu sein. Ja, aber Hurston Security, wenn du zum Beispiel was für die Hurston Security machst, das ist ja auch eine Organisation, genau wie Kovalex, ne? Hätte ich jetzt eigentlich gesagt. Eigentlich schon, genau. Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber du hast auch nichts bei dir drin stehen, ne? Nee, in meinem Delphi steht auch nichts. Nüscht. Okay. Ne, nix. So, dann machen wir hier nicht lange schnacken, sondern wir werden uns direkt. Wir sehen gleich aus. Wir sehen aus wie Zwillinge. Echt jetzt? Auch ja, vom guck. Gesicht? Nein. Nein. Im Gesicht. Guck mal hier, nicht. Warte. Da sehe ich besser. Hier, aus. Jetzt. Jetzt siehst du meine wahre Pracht. Jetzt habe ich auch die alte Badekappe abgenommen. Okay, warte, ich mache das auch. So. Genau. Deshalb. So. Und ja, mit dieser herben Enttäuschung verabschieden wir uns von euch. Rötti, ich sag vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ja, sehr gerne, danke. Ich versuche mal danke. Zu winken, mal sehen, ob es diesmal geht. Ha! Hey, cool. Sehr gut. Und damit sagt Gunner und auch Rötti over and out, liebe Freunde. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.